So, hallo liebe Waynes, schönen guten Morgen. Euch interessiert mein Schminkkörbchen und wir machen dann zusammen ein Get Ready With Me. Mein aktuelles Schminkkörbchen sieht folgendermaßen aus. Wir machen jetzt keine besondere Reihenfolge. Wo ist denn meine andere? Da ist mein Spiegel natürlich immer. Keine besondere Reihenfolge, sondern ich greife einfach rein, was in meinem Schminkkörbchen ist und ich rede Quatsch, Waynes, ich rede Quatsch. Wir schminken uns jetzt zusammen und dann seht ihr ja, was in meinem aktuellen Schminkkörbchen drin ist. Wir fangen an mit, wir haben jetzt zwar schon Mitte Februar, ist mein Februar-Schminkkörbchen, alles total verzogen, verschoben, egal. Wir kommen schon klar, wir alle, ne? Ich habe mir, nachdem ich bei der Hatice Schmidt, so eine Make-up-Grundierung gesehen habe, die total spiegelholographisch schimmernd war, habe ich gedacht, die muss ich auch haben. Und zwar hier die Infallible von L'Oreal. Schaut euch das mal an, allein die Verpackung schon. Und ich muss sagen, ich finde die super. Ich bin hin und weg. Die Hatice hat da viel zu viel von genommen. Deshalb ist das auch so übermäßig glowy und schimmernd geworden. Aber ich stehe da drauf, Leute. Und wir werden jetzt sehen, welchen geilen Look ich da draus machen werde. Ne? Wartet, ich habe hier den Schminktrolley vor mir stehen, nicht, dass gleich alles umfällt. Und mein Spiegelchen natürlich auch. So, ne? Wir fangen an hiermit und jetzt muss ich mir erstmal hier die Ohren rausholen, denn die darf man nicht vergessen beim Schminken. Sonst Ohrenalarm und hier alles ein bisschen weiter weg. So, diese Grundierung trage ich natürlich mit der Hand auf. Ich nehme zwei Pumpstöße. Ich tue aber jetzt für euch erstmal einmal so, damit ihr seht, wie die aussieht, ne? Und die ist wirklich ganz schön schimmerig, ne? Ganz schön. So, einmal auf die Seite. Und einmal auf die Seite. So richtig wie so eine Perle schimmert man dann, wenn man diese Grundierung benutzt. Und dann, ich hoffe, ihr könnt dann sehen, bestimmt. Schmieren wir uns mal damit ein. Und die ist wirklich, man sieht schon leicht holographisch aus, ne? Wenn man die drauf tut. Die ist sehr, sehr weich, gleitet schön, silikonig, gleitmittelmäßig. Weiß nicht, ob man die auch... Nee, sage ich jetzt nichts zu. Zum Thema Gleitmittel. Jetzt sehen wir hier schon den Unterschied, ne? Hier habe ich die einmal drauf. Hier noch nicht. Und ich finde schon, ich finde das schon geiler als die Seite, ne? Man darf natürlich auch wirklich nicht zu viel nehmen. Vermischen wir, tun wir hier auch mal schön verstreichen. Bisschen Richtung Ohren, bisschen runter. So. Nicht, dass ihr denkt, ich muss heute noch irgendwo hin, ich bleibe heute zu Hause, ne? Ich liege immer noch ein bisschen in der Ecke. Wisst ihr ja? Und dies mache ich nur so aus Spaß. Weil ihr es will und weil ihr es kann. So, jetzt habe ich die... Soll ich mal Licht dazu anmachen? Ich beleuchte mich mal eben ein bisschen mit meinem Handy. Jetzt habe ich die also drauf, ne? Diese Grundierung und man sieht schon ganz schön leuchtend aus, ne? Ich sag nur, der Mond ist aufgegangen, aber I like. Da tun wir jetzt das Make-up drauf und da nehme ich immer noch, das kennt ihr schon, es ist viel zu dunkel. Ach nee, klappt ja doch. Hier von, ich muss immer Brille zwischendurch aufziehen. Von Estee Lauder. Dieses hier. Sieht viel zu dunkel aus. Ist es auch. Macht aber nichts, weil verteilt sich. Und diesmal mache ich es auch mit den Händen. Ich habe keine Lust, irgendwelche Pinsel oder
Schwämme oder was heute zu nehmen. Ein Blob hier, ein Blob da, ein Blob in Amerika. Und dann verteilen wir es jetzt. Und hier denkt man wieder, ups, ne? Mozi Mabuse ist wieder aufgetaucht. Aber Leute, es wird. Immer schön in den Haaransatz rein, ne? Und die Ohren nicht vergessen, den Hals. Kettet sich mal eben aus. Da werde ich übrigens auch öfter nachgefragt. Das ist eine afrikanische aus einem Afrika-Shop. Ich glaube, die kriegt man auf jedem zweiten Flohmarkt auch. Schön den Hals runter, Öhrchen hinter die Ohren. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was diese Make-up-Grundierung jetzt ausmacht unter dem Make-up. Ob man da wirklich etwas mehr glowy aussieht oder nicht. Oder wie auch immer. Gesünder, kränker, mehr wie ein Alien. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir gefällt. So, und jetzt haben wir auch schon Jetzt muss ich mir die Hände sauber machen. Ich habe nur ein bisschen Micellenwasser und ein Pad hier, aber das reicht ja auch. So, also mir gefällt das schon mal wieder sehr gut, aber mir gefällt das ja auch meistens ganz gut, was ich mache, oft. So, ziehen wir das wieder an. Und jetzt pudern wir ab. Und zwar hier mit diesem Puder, mit diesem weißen, benutze ich immer. Sieht von innen so aus. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Und wenn man mit dem Finger reingeht, so. So. Mit meinem dicken Kabuki hier. Ordentlich rein und ordentlich drauf. Was soll denn mein Magen, der knurrt? Geht doch, Leute, oder? Geht doch alles. Ist auch nicht zu dunkel. Nein. Ist schön. Ja, dann machen wir mal mit den Augenbrauen weiter. Dazu nehme ich hier dieses, wie immer, ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das ist in meinem, bleibt im Monatsschminkkörbchen, denn so Augenbrauensachen und so austauschen, kriege ich gar nicht auf. Ah, auch gut benutzt. So Augenbrauensachen austauschen und so. Nee, ich tue nur die farbigen Sachen austauschen. Alles andere bleibt. Ich mache auch jetzt nicht viel an den Augenbrauen, denn ich will ein bisschen in die natürliche Richtung eher bleiben, bei den Augenbrauen zumindest, ne? Der Rest kann ja schon schön bunt sein. Immer nur einmal drüber gehen und gleich mit dem Spuli nochmal schön verteilen. Schraub zu, steck rein, Spuli. Perfekt. Perfekt und wunderbar.
Jetzt kommen wir zum Augen-Make-up. Und da habe ich mir für die nächsten 4 Wochen diese Palette von Colourpop bereitgelegt. Die hat mir die liebe Desiree vom Kanal Desmodea mal mitbestellt, als sie bestellt hat. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und Desi, ich bin vielleicht noch öfter dabei, je nachdem, ne, wann und wo du bestellst. Wenn du mich natürlich lässt. So, dann nehmen wir... Die habe ich euch auch in einem Haul mal vorgestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie die Farben heißen, schaut da rein. So sehen die Farben aus. Mal schauen, wie viel wir davon... Ah, der Rüssel läuft. Heute benutzen wollen. Und wir fangen an... Einfach mal ein bisschen der Reihe nach. Ich mache mal wild. Wir fangen mit dem Gold an, dann ein bisschen Bronze, dann ein bisschen Rot und wenn ich Lust habe, noch ein bisschen Dunkel. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe, werden wir dann sehen. Ne? Also erstmal, wir machen da doch alles mit demselben Pinsel. Ne? Kein Gedöne hier. Ne? Erstmal hier schön Gold. Jetzt ist noch ein bisschen Rot da dran, aber macht ja nichts. Gold tun wir aufs gesamte bewegliche Lid. Soll ich euch näher ranholen? So, ne? Gold machen wir aufs gesamte bewegliche Lid. Und ziehen das auch ruhig hier ein bisschen weiter hoch. Denn Gold geht immer. Auf dieser Seite natürlich auch, ne? Das ist nicht ganz einfach, ne? Wenn man in die Kamera gucken muss und gleichzeitig in den Spiegel, da geht man schon mal out of focus. So, jetzt haben wir hier schon mal Gold. Jetzt tun wir in die Lidfalte einfach diesen Bronzeton. Ich swatche euch die gleich auch nochmal einzeln auf der Hand. Das ist übrigens ein Zoeva-Pinsel, den hat mir die Moldavid wärmstens empfohlen und ich kann sagen, Zoeva-Pinsel finde ich super. Die sind cruelty-free, ist aber echt heiß. Ziegenhaar wird den Ziegen wohl ausgekämmt, vorsichtig, so wie ich hörte. Also, wartet mal kurz, jetzt ist mir wieder was runtergefallen. Ist ein Elend, da liegt es. Moment. Scharf, scharf, ja. Wird den Ziegen ausgekämmt, vorsichtig, und da wird keiner Ziege was zu Leide getan. Was hinterher mit den Ziegen passiert, ob die gefressen werden, gegessen oder was, weiß ich nicht. Aber für meinen Pinsel musste kein Tier sterben, zumindest nicht sofort. Jetzt nehmen wir also diese Bronze-Sache und tun uns die in die Lidfalte. Oh ja, das gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Bronzegold. Fein, fein, fein. Ja, ich möchte auch irgendwie noch ein bisschen von dem Rot. Sollen wir mal hier so einen Jeffree Star Mut haben und mal Rot hier oben hinknallen einfach? Ist ja egal, ich bleibe ja zu Hause. Leute, wenn es nichts wird, wird es nichts. Ne? Da hole ich aber mal einen anderen Pinsel, mal gucken. Dann nehme ich mal hier so einen kleinen zu. Kleinen, der ist von... Ich kann selber nicht genau lesen. Könnt ihr das lesen? Dieser Pinsel oder so rum, weiß ich auch noch nicht mal. Ich kann ja nicht gut sehen. Wir machen jetzt mal richtig Alarm heute. Soll ich mich da trauen, wirklich? Ich mache das einfach. Upsala. So, das ist jetzt Jeffree Star für Arme oder
Ich habe noch kein Karnevalskostüm. Leute. Jo. Wartet mal. Nee, das geht nicht, ne? So kann man nicht vor die Tür als normaler Mensch. Das geht nicht. Aber da ich ja zu Hause bleibe, ist es auch egal, ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Aber es geht doch. Wir machen es. Es hupe. Hupe, hupe. Ich glaube, an der anderen Seite habe ich gar nicht so weit rein, ne? Hier war nicht so viel hier. Ja. Draculea, ey. Ja, was sagt man denn jetzt dazu? Von Weitem gefällt es mir jetzt mal wieder gar nicht so schlecht, ne? Hey, ich bin, naja, jetzt hier mit diesem kleinen Pinsel machen wir hier unten noch die letzte Farbe ran. Uiuiuiuiui, Verena. Oh, das bröselt aber. Das ist aber hier Bröselalarm. Wie gesagt, was hinten rauskommt, ist wichtig, ne? Wie es jetzt aussieht, ist im Grunde noch total egal. Wir zoomen mal wieder raus, ne? Das ist ja unerträglich für euch. So. Wie sieht das denn aus? Als wenn man mir die Augen blau gehauen hätte. Sieht schon komisch aus, ne? Aber wir lassen das so. Wir lassen das so. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Ich mache mal eben Swatches für euch. 1, 2, 3, 4. So sehen die aus. Und so auf der Hand. Und meine Nase läuft schon wieder. Ist nicht normal. Nicht normal, sage ich euch. Übrigens herzlich willkommen mal wieder an alle Neuen. Ich hoffe, ihr haltet es auf meinem Kanal aus und entabonniert nicht direkt wieder, weil es so furchtbar ist. Ich würde euch nicht, würdet euch nicht übel nehmen. Jetzt machen wir Rouge, nehmen wir in diesem Jahr übrigens nicht, in diesem Monat, sondern wir nehmen hier von der Too Faced Selfie-Palette, hier dieses mittlere, und machen damit ein wildes Gematsche, wie immer bei mir. Und zwar hier. Das genügt auch schon. Mehr kommt auch nicht, ne? That's it, Leute. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, machen, was ihr wollt.
Mehr passiert im Gesicht nicht. Vorerst. So, jetzt haben wir alle pudrigen Konsistenzen drauf. Jetzt machen wir erstmal hier die Setting Spray. Und lassen es seine Arbeit tun. Ja, was soll ich noch sagen? Meine Brille ist dreckig. Die muss ich mal eben putzen. Und dann gucke ich mir die ganze Sache mit Brille an. Was sagt ihr dazu? Kann man bisher so rausgehen oder doch lieber nicht? Ist es so alltagstauglich oder muss die Fluffy mal wieder mit dem Sandstrahler gereinigt werden? So, mal eben gucken. Och. Seht ihr mal, Leute, ist doch mal wieder gar nicht so schlimm. Ich meine, ist zwar schlimm, aber jetzt nicht so schlimm, dass man nicht rausgehen könnte. Oder? Nö. So, dann machen wir weiter mit dem Lidstrich. Da nehme ich hier, habe ich immer noch drin, meinen momentan liebsten Lidstrichmacher von Manhattan. Da liebe ich einfach die Anwendung, die Spitze, alles. Alles ist Spitze da dran. Sieht so aus. Grau. Und Puppe einfach, wirklich. Das kann auch ein Blinder mit Krückstock. Diesen Eyeliner auftragen, ne? Da ist nichts, was man falsch machen kann. Man kann nicht abrutschen, man kann nichts falsch machen, alles super. Jetzt sage ich das und dann fällt es mir aus der Hand, ja? So. Und jetzt mache ich hier mit meinem Testsieger aus meinem letzten Video, dem großen Mascara-Test, nämlich mit dem Chanel Mascara. Werde ich mir jetzt noch die Wimpern tuschen. Aber nicht so wild, ne? Nur einmal. Denn wie gesagt, ich bleibe zu Hause. Heute habe ich nichts vor. Eine Schicht genügt. Wir wollen auch nicht so verklumpt jetzt heute sein. Da ist ja eher was für abends, ne? Wunderbar. Was habe ich denn jetzt hier wieder? Manchmal weiß ich auch nicht. So, jetzt kommen wir noch zum Lippenstift. Oder besser Lipgloss nehme ich in diesem Monat. Und zwar diesen hier. Ich kann nicht lesen, wie der heißt. Ich will jetzt auch die Brille nicht mehr aufziehen. Diesen hier. Der ist so gold, rot-gold. Ich zoome euch gleich noch mal rein.
like it very much. So auf der Hand sieht er so aus. Also so orange-metallisch, da stehe ich ja sowieso zurzeit sehr drauf. Und auf den Lippen so. Ja, Leute, ich bin fertig. Ich würde so doch auch rausgehen, habe ich kein Problem mit. Ich würde so unter die Leute gehen, sofort. So sieht's aus. Das war mein Schminkkörbchen. Ich werde auch da jetzt nicht groß noch wechseln. Ich überlege gerade, ich habe hier noch ein bisschen Glitzer, wenn ich mal Lust auf Glitzer habe hier. Noch zusätzlich von Make-up Coach so ein Glitzer. Ich habe auch hier so einen grünen Glitzer-Mascara noch. Den können die auch noch drauf klatschen. Aber jetzt habe ich jetzt keine Lust mehr. Bleib hier zu Hause. Und ansonsten laufe ich so rum. Jawohl. Mit diesem wunderbaren Lipgloss. Mache ich mir jetzt aber wieder von der Hand ab. Jetzt habe ich den gleich überall hingesaut. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann strecke ich mich wieder aus. War schön mit euch. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Jochi, soll mal Kaffee trinken? Du nicht? Ist zu spät. Ach so, kannst du uns nicht mehr schlafen. Na gut. Dann Kakao trinken? Ja, Kakao. Hast du Lust auf Kakao? Ja. Ich habe Kakao, da mache ich uns einen. Ja, jetzt gibt's Kakao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.